Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit der Selina. Und zwar Stranded Deep. Ihr habt es vielleicht schon an der Charaktererstellung erkannt, wenn ihr es schon kennt. Oder ihr habt es einfach im Titel gelesen. Fällt mir gerade auf, ich schreibe es ja in den Titel. Ja, es fängt schon mal sehr richtig gut an. Während der Charaktererstellung und dem Einstieg ins Spiel werde ich die Webcam erstmal ausmachen und dann später wieder anmachen. Also, wir sehen uns dann später. So, wir sind ein überaus schicker Mann. Nein, wir sind eine überaus schicke Frau. Kann man die nicht bewegen? Okay, man kann die nicht bewegen. Wir nehmen die existierende Welt. Singleplayer. Wir machen normal. Normal. Das war's ja auch schon. Schick. Mal ein bisschen arbeiten. Da. Zeitung lesen. Oh, was ist jetzt los? Immer passiert das mir. Bist du angeschnallt? Ich glaube. Das ist laut. Okay, da ist keiner mehr. So, und da bin ich wieder. Gut, wir sind gelandet auf einem Floß. Ich hatte es schon mal angespielt, also es ist nicht ganz neu für mich. Aber es ist halt immer anders, ja. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal. Hey, wir haben Füße. Nicht wie ein Mist Survival. Wir haben Füße, Leute. Schaut euch das. Ist das nicht wunderschön, Füße zu haben? Nein. Also, paddel. Und dann war hier irgendwo ein Platz, wo man... Ich hoffe nicht, dass die Musik gleich düsterer wird. Okay. Wir paddeln mal los. ich bin gerade am Überlegen, ob wir gleich am Wrack anhalten. Ja, warum nicht? Ah, okay, weil der Hai da immer rumschwimmt. Ach. So. No, hallo, junge Frau. So. Okay, das kommt wieder hier hin. Hä? Gut. So, die wollen aber erstmal, dass wir unter C das Crafting-Menü öffnen. Okay. Ja, und jetzt? Craft a Stone Tool. Kann ich doch gar nicht, ich habe doch gar keine Steine. Die sind ja komisch. Jetzt wollen, dass ich das öffne und dann habe ich gar keine. Okay. Das war komisch. Aber wir gucken uns hier mal um. Oh, was ist das für eine Schlange? Ist die böse? Können die mir Aua machen? Sieht aus wie eine Schlange. Wir packen das ganze Ding mal ein. Das Jude ist, es sieht jetzt so aus, als hätten wir es in den Händen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir können es einfach in unser Inventar packen. Okay. So. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Weil es schon ist auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das habe. Sehr schön. Wir haben sogar... Haben wir ein Fernglas bekommen? Das habe ich ja noch nie. Oh, die ist nochmal sticken. Kann ich das auch benutzen? Wie geil. Das habe ich noch nicht bekommen. Oh, wie geil. Ein Hai, den habe ich auch noch nicht bekommen. Hallo, Hai. Wollen wir Freunde sein? Menschen sind Freunde, kein Futter. Meint ihr, er hört auf mich?
Oh, rochen böse, glaube ich. Hai auch böse. Es will mich hier einfach alles töten und ich gehe einfach auf dem Boot spazieren. Aber der kommt nicht zu mir, ne? Ich sollte erstmal Luft holen, bevor ich da runtergehe. Aber oh, bei dieser Musik stirbt man doch gerne. Schön entspannt. Das ist ein großer Fisch. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen orientieren. Die Tür geht nicht auf. Ist schon gemütliche Musik. Im Gegenteil zum Start. Da war es ja ein bisschen ruppiger. Würde ich jetzt mal... Okay, ich ersticke. Ich habe Angst. Ich weiß nämlich nicht, wo der Hai ist. Ich glaube, das Piepen hieß, dass wir Probleme bekommen mit der Temperatur, oder? Ah. Auf F? Hm, was ein Wunder. Okay. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Ah, cool. Level up. Durchs viele Schwimmen. Wir haben ja auch... Wo ist unser Boot? Ah, da. Das schwimmt weg. Und hier ist irgendwo der Hai. Och, kein Problem. Kein Problem. Scheiße, ich habe vergessen, den Anker auszuwerfen. Scheiße. Das ist ein sehr guter Start. Das ist ein sehr guter Start. Verdammt. Und hier ist irgendwo der Hai. Oh nein. Oh Gott. Bleib stehen, bitte. Ich brauche dich. Du hast noch Sachen gelagert. Ich habe da ja nicht mal reingeschaut. Was ist das? Okay. Alles gut. Schnappen uns das Paddel und paddeln zurück. Ein Teil von mir stirbt schon. Man sieht nämlich nicht mehr alles. Okay, du solltest paddeln. Wieso paddelst du nicht? Oder ist das Paddeln? Okay, du... Paddelst du? Ich bin ja auch... Naja, gut. Mit dem Fernglas paddelt sie nicht. Warum auch immer? Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ich bin ja auch klug. Ja, Hai, ich schwimme schon zurück. Ist alles gut. Hai, geh weg. Geh weg. Hai, geh weg. Bin ich noch im Boot? Ich bin noch im Boot. Hai, geh weg. Bitte, Hai. Scheiße. Ja, das ist eine tolle erste Folge gewesen. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder, wenn ich dann weiter versuche, nochmal zu... Oh Gott. Nein, nein, alles gut. Ah, das ist immer so, wenn die Musik umschlägt, dann weißt du... Da ist ein Hai. Hai, komm, ich hab noch Noob-Schutz. Ja, ich hab... Scheiße. Paddel schneller. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm, du hast Physical abgehabt. Oh Gott. Why you do this to me, Hai? Okay, alles gut, alles gut. Alles gut. Okay, wir sind da, wir sind da, wir sind da. So, das Paddel kommt zurück. So, und ich wusste nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau wie. Nein. Nein. so? Ja, so. Mit Rechtsklick konnte man das nämlich machen. Haha. Mit Rechtsklick konnte man die Sachen nämlich ziehen. Das wusste ich nämlich erst nicht. Und dann habe ich es rausgefunden. Beziehungsweise die Wand hat es mir gesagt. Ja. Gut, so, wir müssen jetzt erstmal überleben. Erstmal überleben. Wäre halt nicht schlecht. Wir schauen uns erstmal um. Sammeln ein, was da ist. Ja, wir müssen noch was herstellen. Ach Gott. Metallschrott werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Wir haben ja noch die Kisten, da ist ja noch etliches drin. Wir gucken erstmal, dass wir uns eine kleine Basis aufbauen.
Damit wir nicht ganz so... Achso, nee, da brauche ich ja ein Werkzeug für. Ich weiß nicht, bin ich... Nee, ich bin noch nicht am Verbrennen. Alles gut. Oh, Quajaja, Frucht. Okay. Wir setzen uns mal in den Schatten. Hier scheint Schatten zu sein zur Mittagssonne. Ja, Bretter und Plastik lassen wir erstmal liegen. Und bauen uns... Ah, ein kleines Messer. Und mit dem Messer... Komm. Jucka, gib mir deine Blätter. Sehr schön. Und zwar mit den Blättern können wir Seile herstellen. So. Juckerpflanzen sind super, wie gesagt. Habt ihr jetzt ein Messer? Wieso willst du jetzt ein verbessertes Messer? Okay. Es ist kein Problem, glaube ich jedenfalls. Was war hier für eine Pflanze? Meint ihr den Baum? Hm. Ich kann hier einen Stick aufheben. Okay. Sticks sind auch sehr, sehr wichtig. Okay. So, wir gucken mal in unser Inventar. Wir können ja mal die Kisten ausladen und gucken, was da so drin ist. Nein, das wollte ich nicht. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt noch öfter passieren, dass es, weil es halt sehr ungewohnt ist, so zu spielen. So, was haben wir hier? Wir haben... nochmal einen Hammer. Das ist doch Hammer. Ein Fischerspeer. Den nehmen wir gleich mal an uns. Dann können wir nämlich uns auch gleich mal ein Mittagessen fangen. Weil, ja, wir hatten ja nicht genug im Flugzeug. Doch, eigentlich schon, aber... Es tut mir leid, die Betonung... ist ein bisschen komisch. Ich bin komisch. Okay. So, erstmal zurechtkommen. Bretter sind hier drin. Also haben wir noch Bretter... Bretter, bitte bei mir melden. So. Muss ja alle seine Zucht und Ordnung haben hier. Muss alles seine Ordnung haben. So, das ist auch drin. Was haben wir denn noch? Den Hammer. Den Hammer nehmen wir raus. Und tun hier noch... Ja, die Kleidung. Die Kleidung kommt auch mit rein. Warum nicht? Warum nicht? So. So, das sind so mehr so die Baumaterialien. Die schmeißen wir hier hin. Komm, schmeiß. Gut. Guten Morgen. Hier waren die Seile und die wollte ich eigentlich rausnehmen. Die sind ja im anderen drin. So, hier tun wir... Na, die würde ich eigentlich gerne behalten. Hier tun wir halt solche Sachen hin. Da die Hämmer sich überlappen, nehmen wir die Hämmer so, wie sie sind. Okay, wir stellen erstmal, glaube ich, Seile her, oder? Wir brauchen hier, ja, das Knife. Dann stellen wir mal ein paar Seile her. Ich glaube, genau, wenn man C gedrückt gehalten hat, dann hatte man nämlich hier Schnellherstellung. Da konntest du nämlich schnell gucken, so, was habe ich, was kann ich. So, dann sollen wir ein kleines Feuer machen. Was brauchen wir für ein kleines Feuer? Wo hatten wir das kleine Feuer? Da hatten wir das kleine Feuer. Hier, Campfire. 4 Woodsticks brauchen wir. Wir haben aber nur 3. Aber wir haben ja jetzt ein Messer. Das können wir ja benutzen, um noch mehr herzustellen. Wir benutzen dich, Messer. Wir benutzen dich. Okay, so, wir Bretter tun wir hier rein und Seile kommen hier rein. Wobei, die Seile können wir eigentlich mit uns führen, weil die brauchen wir so oft. Gut. Das Messer. Nein, ja. Wollte ich. So. Dann machen wir hier die kleinen für Seile. Es wird jetzt schon langsam Abend. Ich sollte mich mal ein bisschen sputen. Sonst stehe ich da und gucke doof. Aber wir brauchen aber noch Wasser. Wäre halt nicht schlecht, wenn wir so eine...
Wir können ja ein bisschen klettern. Ich bin schon so oft hier runtergefallen und hab mir wehgetan. Ja. Ich bin ein kleines Äffchen und möchte an die Nuss. Holleri, holle. Okay. Ja, der Livestream von gestern ist noch sehr in mir. Okay. So, Kokosnuss. Komm her. Komm, wir nehmen mal 2 Kokosnüsse mit. Weil wir werden noch viel Durst haben. Wobei, von zu vielen Kokosnüssen müssen wir ja brechen. Kann ich nicht verstehen. Okay, gut, ich habe noch nie Kokosnusswasser getrunken, also. Weiß ich nicht, wie das schmeckt. Ich glaube, mit dem Kleinen können wir hier so einen. Oder? So einen kleinen Baum können wir doch eigentlich mitnehmen. Sehr schön. Haben wir nämlich auch ordentlich Sticks. Hier ist auch nochmal ein Stick. Dann, ja, machen wir mal uns ein kleines Lagerfeuerchen. Hier sind unsere Kisten. Hier ist schön Schatten, hoffentlich. Ansonsten haben wir ein Problem. So, ein kleines Lagerfeuer. Ein kleines Lagerfeuer für die Welt. Ein großer Herd für uns. Ich werde, denke ich mal, noch ganz schnell einen Fisch fangen, solange wie es hell ist. Einigermaßen hell, so. Weil es werden noch andere Zeiten kommen und dann haben wir ein Problem. Ich habe gar nicht geguckt, was hier... Ich glaube, da waren auch noch Rationen drin, ne? Ja, das ist der Anker. So, ah, einen Kompass, Bandage und was zu essen. Aber wir müssen ja für den Notfall immer was dabei haben. Ja, es ist schon zu dunkel. Verdammt. Ich habe den Moment nicht genutzt. Ich habe den Moment nicht genutzt. Nee. Es ist jetzt einfach nur mal wildes Rumstochern. Da ist auch schon der Mond, der uns symbolisiert. Mädel, es ist zu spät. Du hast verpasst. Geh. Guck, dass du noch irgendwie wenigstens einen Unterschlupf baust, damit du speichern und schlafen kannst. Sir, ja, Sir. Also. Wo waren wir? Ah! Wo war unser Lagerfeuer? Okay, hier ist der. Also ist dunkel. Hilfe. Ich bin ja froh, dass es hier noch keine Tiere gibt. Ich wäre tot. Wir brauchten einen Keitling. Ach, da. Das war's, ne? Ja, ja. Sehr schön. Not enough no room. Ja. So. Entschuldigung. Dann haben wir das genommen so und... Ach ja, genau, jetzt müssen wir ja klicken. Na komm schon. 2 Jahre später. Sehr schön. Okay, dann haben wir doch schon mal ein schönes Lagerfeuerchen. Kein Platz in deinem Inventar. Ah. Dann schmeißen wir halt die Bretter raus. Und hier hatten wir, glaube ich, auch noch Platz. Da konnten wir auch noch was reintun. Wollen wir da vielleicht den Kompass reintun? Weil noch brauchen wir den nicht. Eigentlich hätte ich den im Boot lassen können. So. Wir nehmen mal die Kokosnuss. Und droppen. Dann mit dem Messer schneiden wir es auf. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich aus Green Hell doch sehr gut wusste. So. Ich glaube, die konnte man nicht essen, oder? Empty Kokosnuss. Oder doch? Konnte man die. Doch, ich glaube, die konnte man auch essen. Genau, die konnte man auch essen. Die ist aber komplett. Aber die verschwindet komplett. Huden. Killer Crab. Ja, gut, das können wir jetzt nicht machen. Oh. Okay. Gucken wir mal auf die Uhr. Uns geht super. Super geht es uns. So. Ändert aber nichts daran, dass wir uns einen kleinen Unterschlupf basteln müssen. Den hier. Da brauchen wir... Oh, da müssen wir eine Palme fällen. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Jetzt müssen wir einen Hammer... kein Hammer. Eine Axt bauen. Eine Axt. Ja, wie ging eine Axt? Keine Ahnung. Gut. Wir gucken einfach. So, was haben wir hier? Hier. Ein Stock und 2 Klingen. Ein Stock und 2 Klingen.
Falls ihr findet, dass ich sehr, sehr durcheinander bin, ja. Falls ihr das anders von mir gewohnt seid, nein, seid ihr nicht. So, wir tun mal unser Kokosnusslager hier hin. Ich glaube, die werden auch nicht schlecht. Ich meine, hallo, sind Kokosnüsse. Wir stellen aus den Steinen. Oh, diese Musik, das ist so eine richtig traurige Musik. Wo man sich denkt, gut, jetzt geht's zu Ende. Jetzt geht's zu Ende mit mir. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass wenn Sachen in der Nähe liegen, man trotzdem die Sachen craften kann. Das finde ich sehr geil gemacht. So. Ja, wir brauchen noch ein Stöckchen. Und das war's dann auch schon, ne? Klinken, Seil, Stöckchen. So, wir brauchen sowieso noch viele Stöckchen. Wir können eigentlich mal ein bisschen sammeln. Wir haben die ja nicht weggelegt, ne? Nee. So, fang, fang. So, sehr schön. Okay. Da haben wir auch schon unsere erste Axt. Und damit fällen wir jetzt einen großen Baum. Mit Großbäumen kommt große Verantwortung. Was ist das denn, das Fledermäuse? Hilfe. So. Ja, das finde ich auch cool gemacht, ehrlich. Dass man sich die einzelnen Baumstämme noch abschlagen muss. Finde ich sehr nice gemacht. So, wenn man hier weiter draufschlagen würde, oder ich mache es jetzt mal, dann... Tada! Stöcke! So, aber wir wollen hier an den Palmenbusch, gleich an den Palmenbusch ran und die Blätter ab. Okay, das sah ein bisschen komisch aus. So, sehr schön. Wir werden dann morgen früh noch ein bisschen was machen gehen, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir einen kleinen Unterschlupf haben. Damit wir speichern können und die Nacht hier verbringen können. Und, wo habe ich die hingeworfen? Hier habe ich die. Ich habe keine mehr gehabt, ne? Ich habe keine Seile mehr gehabt und hier habe ich nur 3 Stück. Das heißt, wir müssen nochmal gucken. wir wollen ja sowieso hier oben bauen. Also können wir es so daneben schmeißen. Dann, können wir das ja trotzdem benutzen. Ich habe ja 4 Stück gebraucht. Ach komm, ich schmeiße alle hin. Ah, das ist halt so. Hier hast du keine Ordnung. Habe ich meine Axt weggeworfen? Meine Axt ist weg. Wo habe ich die? Wir werden morgen früh noch die Axt suchen. für mein Vorhaben reicht ja das Messer. Müssen wir ja auch aufbrauchen. So. Wir holen uns nochmal eine Yucca-Pflanze, weil die immer am meisten von den Blättern gibt. Was sehr schön ist. So. Okay. Ja, Palm Tree. Brauchen wir jetzt nicht. Wo habe ich meine Axt hin? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, wir wollten ein Seil herstellen. Können wir noch ein Seil? Wir haben doch noch hier die haben wir noch. Da, noch ein Seil. Da war es schon, Wir können es jetzt bauen. Sehr schön. Okay, jetzt, da liegt sie. Alles gut. So, wir speichern jetzt erstmal. Habe ich gespeichert? Anscheinend. Und schlafen eine Runde. So. Der erste Tag ist vorbei. Jetzt kommt der zweite. Wo ist das Lagerfeuer? Da ist das Lagerfeuer. Dem geht's noch gut, oder? Ach nee, Empty Campfire. Kann ich das irgendwie wegmachen? Weil beim anderen hatte ich immer diesen Steinkreis. Ah, sehr schön. Kann ich nicht picken. So. Wir schmeißen das alles irgendwo raus. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So.
Ich habe keine Ahnung, ich will irgendwie Ordnung. Irgendwie. Irgendwie möchte ich Ordnung hier haben. So, an dem großen Baum, da schmeißen wir das mal hin. Ah, wir finden nichts wieder. Glaubt mir, wir finden nichts wieder. Wir werden hier suchen und suchen und suchen und werden nichts wieder finden. Okay, die Stöcke schmeiße ich mal hier so in die Mitte. Vielleicht. Wir werden es sowieso nicht wiederbekommen. Wiederfinden. Ja gut, die Stöcke könnten wir vielleicht sehen. Aber das hier ist halt so ein Problem, das man nicht immer hat. So, das Kindling, das legen wir mal hier, weil hier auch später das Lagerfeuer sein wird. Und die Seile, die legen wir hier neben, weil hier ist ja, ne, was zusammengehört. Und jetzt gehen wir los und fangen uns eine Krabbe. Ja, und sammeln natürlich fleißig nebenbei, weil das ist wichtig. So, Fische, Fische, Fische. Da, eine Krabbe. Meins. Haha. Das war einfach. Ah, da ist noch eine Krabbe. Cool. Okay. Ah, jetzt müssen wir das rausschmeißen. Mit dem Messer. Achso. E gedrückt halten. Was mache ich? Ah, hauen. Wieso sagt sie, dass das ekelhaft ist? Du hast Fleischschwedel. Du sollst es ja nicht roh essen. Kannst dich doch freuen. Mensch. So. Wir nehmen mal alles mit, was wir hier finden können. Vor allem die jungen Palmen. Erstmal. Später werden wir sie auch stehen lassen, damit neue Palmen wachsen. Aber jetzt brauchen wir so viel. Okay, gut, das hört nie auf. Okay, jetzt haben wir einen Tag überlebt. Jetzt können wir stolz auf uns sein. Kein Platz mehr? Okay. Alles gut. Oh, das ist ja ein reich gefüllter Baum. Es hängen zwei Stück. Nein, das ist ja ein reich gefüllter Baum. Okay. So, wir wollen natürlich unser frisch gefangenes Fleisch erstmal ein Lagerfeuerchen bauen. Haha, das habe ich klug angestellt. Okay. So, dann nehmen wir das. Ah, zünden das Feuer wieder an. Und dann müssen wir das Fleisch da irgendwie reinwerfen. Ah, das wird ein bisschen komplizierter. Da habe ich auch beim letzten Mal ein paar Versuche gebraucht. Ich schmeiß das mal jetzt hier hin. Das ist nicht richtig. Wo ist das Fleisch jetzt hin? Da. Das klang richtig. Okay, das klang richtig. Kann ich diese Frucht bedenkenlos essen? Ich glaube. Alles gut bei dir? Ha, super. So. Langsam geht uns das Wasser aus. Das ist auch sehr schön. Nein, ist das nicht. Wir können auch einen Wassersammler bauen, aber noch haben wir eigentlich genug Kokosnüsse. Wobei, mit denen müssen wir vorsichtig sein. Wie gesagt, Erbrechen incoming. Ich bin mal gespannt. Das Problem ist, dass du bei dem Fleisch nie siehst, wann es fertig ist. Du hast halt wirklich keine Zeit. Nichts hast du. Nicht mal irgendwie so, ja, so einen Zwischenstopp. Ich habe einen Hammer. Ich will nicht noch einen Hammer bauen. Ich habe gute Hammer. Gute. Okay, gut. Wir werfen die guten Hammer mal hier hin. Wir brauchen einen schlechten Hammer anscheinend. So. Ja. Wie viele Bretter passen auf einen? Ja, vier. Oh Gott, das ist so ein Chaos hier. Das ist so ein Chaos. Ich finde das schlimm. Schlimm. Wir gucken mal, was wir brauchen, um einen Hammer herzustellen.
Und sobald wir den Hammer gebaut haben, da. Craft a Hammer. Craft a Hammer. So, ach, Seil. Und Seil haben wir ja sogar noch. Und Stöcke haben wir auch. Wir haben da eigentlich alles. Wieso beschwere ich mich denn? Hm? So, da ist der Hammer. Oh, wir hatten uns auch einen Bogen craften können. Aber nein, jetzt habe ich einen Hammer. So. A hammer is required to build and complete advanced structures. Okay. Das heißt, wir können jetzt bessere Gebäude bauen. Hätten wir mit dem anderen Hammer auch gekonnt. Von daher vollkommen useless, dass wir das jetzt gemacht haben. Aber hey, wir haben einen Hammer. Gut, das ist unser Notfallhammer. Oder wir benutzen erstmal den und behalten die anderen für bessere Sachen. Weil wir werden ja noch sehr viel bauen müssen. Ja. Da ist eine Sache der Gebäude. Da kann ich mir hier eine kleine schöne Hütte bauen, rein theoretisch. Würde ich ehrlich gesagt erstmal ungerne machen. Weil wir haben ja die Möglichkeit, mit einem Floß auf eine andere Insel zu schwimmen. Paddeln. Fliegen? Nein, fliegen nicht. Es gibt auch verschiedene Fahrzeuge. Also, hier zum Beispiel einen Helikopter. Kann man durch die Gegend fliegen. Ja, verschiedene Antriebsarten. Ich habe zum Beispiel letztes Mal bei meinem Spielstand hatte ich Kisten, wo ich einfach schon den Motor zusammenbasteln konnte. Ja, das war cool. Ich kam zwar nicht wirklich voran damit, aber es war cool. So, hier, Level 3 brauchen wir. Dann können wir hier schön bauen. Ja. Also wir haben halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier entweder mit Holz, dass wir das als Hauptschwimmbase nehmen oder hier mit Reifen oder Fässern. Die haben wir hier auch in der Nähe. Okay, so, wir schmeißen den Hammer erstmal weg, weil wir müssen überleben. Wir müssen mal nach unserem Fleisch gucken. Es sieht halt immer noch rosa aus, immer noch nicht verzehrfertig. Und wir haben hier noch Holz zu hauen. Ich glaube, so unser Hauptding ist jetzt alles looten und auf jeden Fall erstmal ein kleines Floß bauen, damit wir von der Insel runterkommen. Damit wir uns vielleicht mal auf einer größeren Insel ansiedeln. Okay. So, oh, ich muss aufpassen. Zwecks Sonne. Okay, ich gehe wieder in den Schatten. Alles gut. Ah ne, das war ja meine Ausdauer. Aber die SPF ist auch niedrig. Aber jetzt geht sie wieder hoch. Okay, ich würde sagen, wir starten hier mal dann in die neue Folge. Und ich verabschiede mich erstmal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.